Tag werdet ihr euch vorstellen, von unserer Pfarrgemeinde und bitten, dass sie für euch beten, weil ich ja für eure Erstkommunion vorbereite. Guter Patron, Gott ist wie alle Profess, hat uns hier im Gottesdienst zusammengeführt. Guter Gott, deine Liebe ist wie eine Brücke, sie macht aus uns eine gute und starke Gemeinschaft. Guter Gott, dein Segen ist wie eine Brücke, er lässt uns deine Nähe und ein Stück vom Himmel spüren. Mein Name ist Jürgen.
indem ich Zeit mit ihnen verbringe. War noch nicht lange her, dass Fasching war.
Wenn ihr die Geschäftsauslagen schaut, und Fasching, da werden die Lampen runtergenommen, die Konfetti weggekehrt. Was kommt gleich sofort danach, was am nächsten Tag? Die Osterhasen. Aber das ist etwas ausgelassen, da fehlt etwas. Das ist die Fastenzeit. Da war ich beim Friseur vor 12 Jahren, zwischen auch noch auf 12 Jahren, war ich beim Friseur und dann hat die Friseuse zu mir gesagt, wissen Sie, was mache ich, wie kann ich die Fastenzeit darstellen? Und sie ist ja was eingefallen, sie hat einfach eine Puppe genommen, eine Friseurpuppe, eine Gürtel um die Puppe geschnallt, sozusagen die Gürtel enger schnallen. Das ist eigentlich vernünftig, das war so die einzige Aussage, die ich so gesehen habe. Die Fastenzeit ist für die Geschäftswelt nicht so lukrativ, wenn man sich eher zurücknimmt, weil man nicht so viel isst. Ja, nicht so teure Sachen konsumiert, sondern mehr auf andere Menschen schaut und auf Gott schaut. Eine Brücke zu Jesus war, mir hat es so schön gesagt in allen 21 Sprüchen, die er aufgesagt hat. Brücke zu Jesus bauen, eine Brücke zueinander bauen. Aus Dankbarkeit. Ich glaube, das ist die stärkste Kraft. So wie Jesus verklärt worden ist, so gehen auch wir auf dieses Ziel der Herrlichkeit, des Glanzes zu, nicht in die Dunkelheit, sondern die Schönheit Gegenwart Gottes. Dafür bereiten wir uns und heute in der Heiligen Messe werden wir schon einen Vorgeschmack dieser Herrlichkeit spüren. Wir wollen füreinander und für alle Menschen beten. Da tragen wir dir, guter Gott, jetzt unsere Bitten vor. Guter Gott, wir waren oft grob ungerecht und lieblos zueinander. Hilf uns immer freundlich, dir auf die Wir bitten dich, Herr Geist. Guter Gott, wir denken an unsere Eltern, die daheim manchmal streiten. Hilf ihnen, ihre Probleme zu lösen und die Liebe zueinander zu finden. Wir bitten dich, Herr Geist. Guter Gott, wir denken an Menschen, die in Hunger, Not und Krieg leben. Hilf, dass gut Politiker für Frieden und Gerechtigkeit sorgen. Der Vater, der Sohn und der Heilige.